Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ohne Ausrede hier im Parkhotel Heilbronn aus der Skybar. Heute hier die 24. Folge, also ein Jahr gibt es schon unsere Talkshow und wir freuen uns natürlich ganz besonders kurz vor dem Konzert heute Abend von den Kastelruder Spatzen, dass wir Norbert Rier, den Sänger und Chef der Spatzen, heute zu Gast haben. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, danke für die Einladung. Sehr schön, dass Sie heute ein bisschen 30 Minuten über die Kastelruder Spatzen sprechen werden, aber natürlich auch über die Volksmusik insgesamt und heute Abend Weihnachtskonzert in der Harmonie in Heilbronn. Was dürfen die Besucher erwarten? Ja, das ist immer was ganz Besonderes, Weihnachtskonzert, die Leute ein bisschen auf Weihnachten vorzubereiten, sie ein bisschen runterzuholen von dem ganzen Stress, ein bisschen auf andere Gedanken bringen. Und die Weihnachtskonzerte bei uns sind eigentlich immer so, der erste Teil ist normale Musik, normale Lieder aus unseren früheren Aufnahmen. Vor allem haben wir da Themen immer wieder ausgesucht, Lieder mit Themen, die ein bisschen in die Zeit auch hineinpassen. Dann der zweite Teil, dann geht es richtig weihnachtlich zu, richtig mit traditionellen Weihnachtsliedern auch und auch von der Bühne her auch ein bisschen weihnachtliche Abstimmung und ja. Was darf man sich da vorstellen, wenn es auf der Bühne auch ein bisschen weihnachtlich wird? Ja, ja. So das sind schon immer so Videoeinblendungen auch, wo ja, man dann ein bisschen aus der Heimat von Südtirol. Vor allem im ersten Teil haben wir auch Videoeinspielungen und Bilder aus unserem Heimatland und bei den einen oder anderen werden da immer wieder auch Urlaubserinnerungen wach, aber auch Bilder zu erpassen zu bestimmten Liedern und haben die Lieder noch mehr Wirkung und das, wenn noch nicht nur das Ohr auch mithören kann, das genießen auch das Auge, das auch ein bisschen mitsehen kann. Also wenn kurz Entschlossene noch kommen wollen, ich glaube, es gibt glaube ich noch ein paar Restkarten. Ein paar Restkarten gibt es noch heute Abend. Da würden wir uns natürlich freuen und jetzt in der letzten Zeit, wo wir der Weihnachtsmann unterwegs sind, ist immer schön, wenn nach Konzert die Leute auf einem zukommen, sich bedanken und einfach dankbar für die Musik sind und sagen, das hat uns viel Kraft gegeben und danke für alles. Ja, der Kontakt zu euren Fans ist, glaube ich, auch etwas ganz Besonderes, was die Kastelruder Spatzen auszeichnet. Wollen wir heute im Lauf des Gesprächs noch mal drauf eingehen. Liebe Zuschauer, Sie wissen natürlich über den Newsletter der Stimme, werden Sie immer wieder aktuell informiert, nicht nur über unsere Sendung Ohne Ausrede, sondern natürlich auch über alle Neuheiten. Und den können Sie abonnieren unter der eingeblendeten Adresse, wenn Sie informiert werden möchten. Und natürlich dann auch Vorschläge zu weiteren Gästen, die wir hier begrüßen sollen. Und es gibt natürlich wie immer auch einen Podcast zur heutigen Sendung. Da kann man sich ohne Ausrede noch einmal in ganzer Länge anhören. Und deswegen begrüße ich natürlich auch an dieser Stelle all diejenigen, die ohne Ausrede sich dann bei Podcasts noch einmal anhören. Ja, genug der Vorrede, Herr Rier. Weihnachtskonzerte trotz Fußball-WM, trotz der Konkurrenzabend? Ja, eigentlich ist schon wieder komisch, vor allem gestern Abend war es ja ein bisschen, war ich auch dann teilweise ziemlich unkonzentriert, weil man so runtergeschaut hat zu den Fans und hat den einen oder anderen gesehen, wie er da beim Handy umgeschaut hat und ein bisschen das mitverfolgt hat und dann kamen die entsetzten Blicke teilweise und hat man mitgelitten, aber für viele sagen sie auch, die können ja nachher zu Hause Zusammenfassungen schauen und freuen sich, dass sie den Weihnachtskonzert eben genießen können. Jetzt ist ja Südtirol, Ihre Heimat, auch irgendwie Teil von Italien. Sind Sie selbst Fußballfan? Mit wem zittern Sie dann mit? So? Es ist schade, wie heuer ja Italien jetzt das zweite Mal schon, dass es bei einer WM nicht dabei ist. Aber das sind so die Regeln und vieles kommt ja unverhofft, weil speziell auch Deutschland und Italien, es werden so richtige Turniermannschaften und hat es ja schon die interessantesten Sachen gegeben, wo es am Anfang fast nicht geklappt hat und dann am Ende kamen sie groß raus, aber ja, man verfolgt das schon und das ist immer wieder schön, die Gesellschaft, Spiele, Fußball, ich verfolge ganz besonders auch die deutsche Bundesliga und alles drumherum. Haben Sie einen Lieblingsclub, ja? Ja, also das ist, ich bin schon von früher her ein bisschen FC Bayern-Fan. Wir sind großzügig hier. Ja. Und ich habe zu Hause mit der Familie meine Söhne, einer ist Juve-Fan, der andere ist Napoli-Fan. Ah, okay. Da haben wir schon immer manchmal ein bisschen zu kämpfen. Oder mein Schwiegersohn ist einer Eintracht Frankfurt-Fan. Und das ist auch, das ist aber nicht so extrem fanatisch. Aber es ist immer schön, wenn man da ein bisschen mitfiebert und mit feiern kann.
Ja, mitfiebern kann man natürlich bei Ihren Konzerten. Und Sie sind ja natürlich nicht zum ersten Mal in Heilbronn. Ich glaube, Sie haben auch schon eine Beziehung hier zur Region. Wie gestaltet sich das? Was fällt Ihnen so ein, wenn Sie in Heilbronn zu Gast sind? Ja, Heilbronn ist immer eine wunderschöne Gegend. Auch wunderschöne Weingüter und alles da, das drumherum. Und das ist immer was Besonderes, wenn man Heilbronn auch ihr Konzert geben darf und auch die ganze Umgebung ist was Schönes und wir haben sehr viele Fans in der Umgebung hier, viele treue Fans aus früheren Jahren, sind überhaupt besonders stolz auf so viele Fans, die braucht man ja in der Branche wie die Luft zum Atmen und ja, es ist immer wieder eine neue Herausforderung, weil man hier auch ein Konzert gibt. Ja, Sie haben es angesprochen, Corona hat natürlich Auswirkungen gehabt. Umso mehr ist natürlich die Nähe jetzt auch wieder schön zu den Fans. Corona war die eine Zeit, jetzt leider Gottes nahtlos der Krieg, in den es übergegangen ist mit all den Folgen. Spüren Sie vielleicht, dass die Menschen gerade jetzt so ein bisschen auch in Anführungszeichen ein bisschen mehr Ruhe, Besinnlichkeit haben wollen, auch was anderes? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man merkt es immer wieder bei den Konzerten auch. Und das ganz wichtig ist für die Menschen, dass sie mal abschalten können, weg von den tagtäglichen negativen Meldungen, von diesen brutalen Sachen immer wieder, wo die Leute so verunsichert werden und irgendwie in Panik zum Teil auch geraten. Dann gerade in der Zeit ist es wichtig, dass man besonders durch Musik ein bisschen abschalten kann. Und ich sage auch immer wieder bei den Konzerten mal einfach zurücklehnen, sich im Gedanken der Fantasie ein bisschen heile Welt herbeisehnen können und einfach, das ist mal ganz, ganz was Wichtiges, etwas tun für die Seele, für das Gemüt. Und das heißt ja auch immer, es hat irgendwann mal bei einer Verleihung von uns, hat der Professor Bankhofer gehalten, damals hat er gesagt, die Musik der Spatzen ist Balsam für die Seele. Diese CDs sollten eigentlich auch in den Apotheken erhältlich sein. Das war wirklich was ganz Besonderes, aber es ist irgendwie so. Man merkt es auch selber, wenn man mal Probleme hat oder Stress oder so, dann ist es ganz wichtig, dass man sich durch Musik einfach ein bisschen entspannen kann. Ärgert Sie das dann, wenn manch einer sagt, Mensch, Volksmusik immer heile Welt und so weiter, ihr müsst doch auch die kritischen Themen betrachten. Ne? Wir haben Klimawandel, wir haben Katastrophen aller Orten. Na sicher, wir wollen keine Weltveränderer, Weltverbesserer sein oder irgendwie. Die Einstufungen von verschiedenen Arten von Musik ist sowieso etwas, was ich nicht so unbedingt mag. Jeder soll die Musik hören können, die ihm gefällt, wo er sich wohlfühlt. Und die heile Welt, mei, ich glaube, für jeden ist dort die heile Welt und die Welt in Ordnung, wo er sich wohlfühlt. Wenn einer sich in der Großstadt wohlfühlt, ist für ihn dort die heile Welt. Und ich bin persönlich, muss immer sagen, ich fühle mich in den Bergen wohl, bin da zu Hause und genieße das auch so richtig. Und es ist einfach der Mensch, und das ist auch ganz wichtig, soll jeder ein bisschen auch träumen können. Und einfach seine Fantasien ein bisschen freien Lauf lassen können und einfach versuchen, unter dem Motto zu leben, genieße den Augenblick und sei dankbar für alles, was du erleben durftest. Haben Sie jetzt auch ein bisschen gemerkt, nach Corona oder vielleicht auch jetzt durch die steigenden Preise, die Menschen müssen viel mehr Geld ausgeben für Energie, die Inflation ist hoch, dass sich da ein bisschen was am Fanverhalten auch verändert? Merkt ihr das dann auch? Oder vielleicht, dass die Leute ein bisschen vorsichtiger sind bei Konzerten? Ja, natürlich, weil wenn man so bedenkt, wenn Menschen meist zu zweit oder so, wenn sie Konzerte gehen, die Konzertkarten sind auch nicht so billig, und dann die Fahrt dorthin oder auch da auch im Hotel übernachten und alles. Drumherum, die Leute, es wird in nächster Zeit noch vielleicht extremer werden, dass die Leute noch mehr sparen müssen. Es ist alles nicht so einfach. Und dass die dann gezielt auch bestimmte Dinge aussuchen. Und man muss einfach auch lernen, irgendwie das, was man hat, das zu schätzen, zu genießen und ja, ein bisschen nachdenkt. Einfach nicht zu haltlos irgendwie durchs Leben geht. Jetzt wollen wir mal ein bisschen auf die Anfänge zurückblicken. Zunächst mal auf Ihre Anfänge. Wie sind Sie denn zur Musik gekommen, zur Volksmusik gekommen? Ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Bei mir werden es heuer Silvester 43 Jahre, dass ich bei den Spatzen bin. Spatzen hat es schon 2 Jahre vorher schon gegeben und das war reiner Zufall. Da kam so vieles zusammen und da hat mich ein guter Freund, der damals der Gründer war von den Spatzen, Karl Schieder,
gefragt, ob ich Lust hätte, da mitzumachen. Und ich kenne auch nach wie vor keine Noten und habe immer gerne Musik gehört und alles. Hat er gemeint, Schlagzeug, das wirst du schon bald mal lernen und das ist sicher nicht so ein großes Problem. Und ich bin dann so wie ins kalte Wasser reingesprungen. Und das schön langsam habe ich mir gedacht, probieren wir mal. Und dann hat sich so, das so entwickelt. Und dann im Jahr eigentlich 83 haben wir unsere erste Aufnahme gemacht. Und das sind dann, werden dann das nächste Jahr 40 Jahre, dass wir unsere erste Produktion gemacht haben. Es hätte keiner von uns gedacht, dass es mal so weit kommt. Ja. Und es hat einfach sich so viel ergeben. Wir haben eigentlich, kann man jetzt im Nachhinein sagen, zur richtigen Zeit das Richtige gemacht und hat so vieles einfach gepasst damals, wo wir 1990 den Grand Prix gewonnen haben. Und dann mit der Grenzöffnung, da haben sich viele Tore geöffnet. Und dann, ja, war natürlich, man musste schon fleißig sein, immer viel Musik. Das war unser Ziel, die Leute zu unterhalten und dass sie denen auch das Gefühl zu geben, dass sie ein Teil von uns sind. Und Sie haben ohne Notenkenntnis begonnen dann? Ja, ich kann nach wie vor noch. Bin da nicht. Ich singe voll aus dem Gefühl her und auch bei den Aufnahmen natürlich wäre es oft ideal im Studio, wenn man die Noten und so alles. Aber ich denke mir, oder das hört man auch immer wieder, ist vielleicht besser, wenn man extrem viel Gefühl hineinlegt in die Musik, sowieso, als wenn stur heil nach bestimmten Noten gespielt wird. Und Sie haben ja dann auch Lieder selbst geschrieben? Auch, am Anfang schon. Ja. Am Anfang ich glaube, die erste Goldene Schallplatte oder so, die ja, genau. Dann aus dem Lied von Ihnen. Ja, das erste Erfolgslied von uns, das eigentlich den Grundstein zu unserem Markenzeichen gesetzt hat, dass wir Lieder mit Texten und Themen haben, die aus dem Leben gegriffen sind. Das war das Lied Das Mädchen mit den loschen Augen. Das habe ich selber komponiert. Und, aber nachher habe ich mich nicht mehr so herangetraut. Dann wäre viel von uns eigentlich komponiert, ist nach wie vor der Albin. Keyboard, der hat immer gute Ideen, speziell auch von den Texten her und alles. Und sonst kriegen wir Gott sei Dank sehr viel von vielen bekannten Komponisten Sachen zugeschickt. Wir suchen das gemeinsam mit unseren Produzenten immer sehr kritisch aus und entscheiden tut dann immer das Publikum. Man kann Gott sei Dank eigentlich im Vorhinein von hinein nie sagen, das wird ein Hit. Das ist wichtig immer, dass es den Leuten gefällt, die Melodie, die ins Ohr geht und vor allem auch Texte, die schon ein bisschen aus dem Leben gegriffen sind und die vielleicht manchmal auch Anstoß geben, ein bisschen zum Nachdenken und vielleicht den einen oder anderen auch persönlich betreffen oder wo sich hineinfühlen kann. Wie erklärt man sich so einen langanhaltenden Erfolg? Sie haben es gesagt, wir kommen gleich noch drauf, nächstes Jahr 40 Jahre, das ist schon was ganz Besonderes. Und ich habe auch ein paar Konzertkritiken von euch gelesen. Es gibt ja immer so den Vorwurf, naja, das Publikum ist vor allen Dingen älter, es sind aber auch junge Fans, die bei euren Konzerten mit dabei sind. Ja, immer mehr. Ich meine, sicherlich kann man viele von zu oft sagen, ja, kannst du dich noch erinnern, damals war ich als kleines Kind schon mit den Eltern mit dabei, bin eigentlich mit der Musik aufgewachsen, aber auch junge Fans, die dazukommen und das sieht man auch immer wieder bei unserem traditionellen Spatzenfest, wo es richtig groß hergeht oder richtig ganz besonders großes, unser großes Highlight ist im Jahr. Und wie viele da auch Einheimische von uns drinnen auch, die da richtig sich wohlfühlen, die Lieder mitsingen und mitmachen und einfach sagen, das ist cool, die Art von Musik und das gefällt ihnen. Und man sagt ja nicht umsonst, Musik kennt keine Grenzen, Musik verbindet. Und so soll es auch sein. Jetzt haben Sie das Spatzenfest angesprochen, wollen wir gleich darauf eingehen. Kastelruth natürlich in Südtirol als Ort bekannt. Gerade haben wir es gehört, unser Fotograf war auch schon dort im Urlaub entsprechend. Das ist ja schon ein ganz besonderer familiärer Rahmen, den ihr da mit dem Spatzenfest macht, mit euren Fans bei dem Konzert. Ja, natürlich. Das ist unser einmaliges, großes Fantreffen im Jahr, kann man sagen. Und es gibt ja auch ein Lied von uns, das heißt, wir sind alle eine große Familie und das Zusammenspielen, das ist immer was ganz Besonderes. Wenn man sieht, wie die Leute da mitsingen, mitmachen und mitfeiern, ja, das ist eigentlich der Unterschied, sage ich immer, bei einem Konzert oder bei einem Fußballspiel, wenn man da hingeht, wenn man auch Fan ist, dann, wenn man das Pech hat, dass die Lieblingsmannschaft verliert, dann geht man ganz niedergeschlagen nach Hause. Bei einem Konzert geht man hin, man weiß ungefähr, was einen erwartet. Man kann da zufrieden sein und hofft, dass da alles passt. Und ja, bis jetzt sind wir da mehr als zufrieden sein, dass alles in Ordnung ist und dann die Leute immer sich freuen. Aber natürlich mit zunehmendem Alter, die Frage wird immer öfter gestellt, wie lange geht's noch, wie lange wollt ihr noch? Natürlich, man hat oft manchmal das Gefühl, wie älter man wird,
Man hat auch immer mehr Größe und Wert fast, das ist wie bei einem Wein. Aber dann, manchmal so sollte es auch sein. Aber irgendwie, ich habe mir früher... So einen Horizont, wo Sie sagen, naja gut, werden ja alle älter. Ja, natürlich. Gruppe, ne? Also, ich habe früher immer hab ich gesagt, wenn ich mal 50 bin, dann kann ich mir vorstellen, aufzuhören. Dann, jetzt bin ich ja schon über 60. Und ich sage immer, ich könnte mir nicht vorstellen, auf der Bühne zu stehen, wenn es mir total keine Freude mehr machen würde. Das würde auch das Publikum merken. Und dann wäre natürlich die Zeit, wo man sagen müsste, so jetzt ist Schluss und alles. Aber sicher der ideale Zeitpunkt zum direkt Aufhören. Und ich meine, wenn wir auch das nächste Jahr 40 Jahre Spatzen, die 40 Jahre Tonträger und alles praktisch diese Tournee da machen, das soll jetzt nicht, weil es wurde schon öfter die Frage gestellt, oder wollt ihr eine Abschiedstournee machen? Und man hat das so bei vielen anderen Kollegen auch miterlebt, die eine nach anderen mehrere Abschiedstourneen gemacht haben. Das immer, wenn, dann sollte man schon sagen, so und jetzt ist fertig. Aber dann lassen wir es halt so richtig. Und wenn man sieht, wie die Leute auch begeistert sind und alles, dann schauen wir halt, wir hoffen, weil wir, solange wir es backen und solange wir gesund bleiben, das ist mal das Allerwichtigste. Aber es wird dann nach euch nicht irgendwie die Band erneuert oder die Gruppe? Es gibt ja manchmal auch, dass dann Jüngere nachkommen und dann unter dem gleichen Namen irgendwie weitermachen? Oder so. Nein, ich meine sicherlich, wir haben jetzt nicht das, für uns Jungen, ich meine, mein Sohn, der Alexander, der ist ja schon über 10 Jahre jetzt eigentlich allein unterwegs, im Schlagerbereich, als Alexanderier und macht es recht gut. Und, aber ansonsten als direkte Gruppe 1:1 von den Kindern, von den ersetzt würde, das ist eigentlich nicht geplant und ist auch so eigentlich nicht vorgesehen. Und dann, wenn es mal die Spatzen nicht mehr gibt, dann hat es die gegeben und dann leben wir von den Erinnerungen. Ja, die Erinnerungen, die haben natürlich viele auch zu Hause. 15 Millionen verkaufte Tonträger, wenn man sich das mal anschaut in diesem schnelllebigen Musikgeschäft, das sind ja natürlich schon wahnsinnige Zahlen. Also unser Producer hinter der Kamera, der weiß wahrscheinlich gar nicht mehr, was eine CD ist. Ne? Heutzutage sind die jungen Menschen bei Spotify unterwegs. Gibt es da die Spatzen auch? Ja, gibt es auch. Und ich meine, natürlich in unserer Musikbranche ist das vielleicht noch nicht so extrem, aber bei uns gab es ja früher die LPs, das mittlerweile auch wieder in ist. Es ist alles so ein Rad, was sich dreht. Und vielleicht schauen wir, wir haben zum Glück noch die treuen Fans, die sich die CDs noch kaufen. Und ich meine, natürlich wird viel auf Stick runtergeladen und alles. Aber da können wir schon noch glücklich darüber sein. Aber halt die Plattenfirmen haben da schon zu kämpfen. Ja. Vor allem im Rock-Pop-Bereich, da ist es da schon schwieriger geworden. Aber ja, man versucht immer das Beste. Und die Zeit ändert sich immer wieder. Und das ganze Leben ist ein Wellengang. Es gibt da Höhen und Tiefen. Wir haben da schon auch einiges, so vieles durchgemacht, aber haben immer versucht, normal zu bleiben, auf dem Boden zu bleiben. Ist immer gut, dann tut es nicht so weh, wenn man mal runterfällt und dass man den Anschluss zum normalen Leben nicht verliert. Wir hatten vor 2 Wochen hier bei uns zu Gast Julian Pförtner, der war bei Voice of Germany, der Sendung, der Show im privaten Fernsehen, und der ist auf Platz 3 mittlerweile bei Spotify. Man sieht also, was das ausmacht, wenn die jungen Menschen das angucken. Aber wenn wir gerade beim Fernsehen sind, ich habe ein bisschen den Eindruck, Volksmusik im Fernsehen gibt es weniger als früher. Also zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Österreich und in der Schweiz oder Italien Leider. Es gibt da schon noch die verschiedenen Sendungen wie SWR, da wo die Sachen noch gemacht werden, auch mit der Sendung von Andy Borg und die Sachen. Und die Leute möchten das auch gerne sehen. Es ist halt auch mal der Trend, wo das andere ein bisschen, jetzt gibt es halt hauptsächlich diese Krimis und ganz die großen Shows, die sehr aufwendig sind und alles. Aber man sollte halt die Leute nicht vergessen, die zu Hause auch sitzen, das Normale, die auch das Recht hätten, die Musik zu hören oder die Sendungen zu schauen, die ihnen gefallen. Und natürlich, Fernsehen ist nach wie vor etwas vom Wichtigsten, und Rundfunk, dass man da gespielt wird oder im Fernsehen die Chance hat, dabei zu sein. Wir hatten, früher war es dann damals auch zu extrem. Wo gab es da Sendungen? Ich kann mich erinnern, waren wir ja jede Woche auch in München da bei den Aufnahmen in RTL, Sat.1, ZDF und überall, wo es auch die Hitparade gab. Und leider gibt es den Grand Prix der Volksversicherung nicht mehr. Der Musikantenstadel. Der Musikantenstadel, so bestimmte Sendungen, die, wo viel geschimpft wurde, aber trotzdem extrem viel geschaut worden, und vielleicht braucht halt ein bisschen Geduld, vielleicht ergibt es sich wieder, und das, wie schon gesagt, das manchmal der Zeit, wo es
da, wo man das Gefühl hat, das gibt es überhaupt nicht mehr. Und dann, es war beim Schlager auch so. Der Schlager war auch mal total weg und dann hat es wieder, Gott sei Dank, hat sich das erholt und jetzt ist extrem, ist ein Pump, der ja ganz besonders gut. Wellenbewegungen, wie Sie das gerade angesprochen haben, aber trotz alledem eine unglaublich treue Fanbasis, die ihr habt. Gibt es so von den ganz großen Konzerten, die Sie gemacht haben, vor vielen Zuschauern, welche, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind, wo Sie sagen, wenn wir jetzt gerade mal so diese 40 Jahre Kastelhuder Spatzen auch anschauen? Ja, natürlich sind da die ganz großen, wo wir angefangen haben, auch alleine unterwegs zu sein. Dann früher war man ja mit anderen Musikveranstaltungen unterwegs, Marianne Micheln oder so, bestimmte Sachen. Aber dann sind wir alleine unterwegs gewesen. Dann haben wir wirklich in der Stuttgart Hans-Martin Schleierhalle oder der Bosch Arena und Köln Arena und die großen Hallen oder München in der Olympiahalle. Und wirklich sind dann schon super große Veranstaltungen gewesen, auch immer, wo man sich gerne daran erinnert. Obwohl mir persönlich immer das nicht so extrem große besser gefällt. Da hat man doch ein bisschen die Nähe zum Publikum. So mit Publikum bis zum maximal 3.000, 4.000 Leute ist es dann ideal. Wenn es darüber hinausgeht, ist es dann doch ein bisschen zu extrem fast. Außer manchmal bei Open Airs oder so Sachen ist es dann doch, wenn das Wetter passt, gibt es nichts Schönes, aber ein wunderschönes Open Air zu machen. Aber ansonsten das Normale, und das erkennen auch die Leute von uns auch. Es gibt ja immer bei uns bei den Veranstaltungen nachher noch Autogramme und so. Das ist immer das Persönliche ein bisschen. Verlaufen die Konzerte eigentlich unterschiedlich? Mit den Fans, sind die sehr textsicher? Singen die von Anfang an? Ja, die meisten sind textsicherer als ich selber. Ich habe da schon manchmal meine Probleme, aber das ist live. Ich habe da immer großen Wert drauf gelegt Das ärgert sich, glaube ich, auch, wenn es mal heißt, das ist jetzt Playback oder sonst. Naja, das sowieso, weil wir haben wirklich großen Wert drauf gelegt und haben da immer versucht, das auch durchzuziehen, dass wir immer live gespielt haben, live gesungen. Natürlich sind da die Konzerte oft unterschiedlich, dass die oft, es kommt auf drei Einstellungen drauf an, dass es nicht so optimal 100% klingt, weil die Leute sind ja mittlerweile sehr verwöhnt, aber da können auch Fehler passieren und da, wenn man auch den Text oft vergisst, da gibt es immer noch das Lala oder man sagt dann die Leute mitsingen, das ist dann auch kein Problem, die machen da mit und tolerieren das hervorragend und das ist immer dann, ist meistens oft der richtig großer Applaus, wenn da solche Hoppalas passieren. Das macht es ja auch menschlich, muss man ja, sagen. Ja, genau, ja. Da merkt man auch, dass es echt ist. Jetzt haben Sie es angesprochen, Goldene Stimmgabel, Grand Prix der Volksmusik, Krone der Volksmusik, 13 Echos. Wo stehen denn alle die Auszeichnungen? Ja, wir haben unseren Trompeter, der Walter, der hat sich in Kaslot so ein Geschäft errichtet, aufgebaut und wo er auch Souvenirs und die ganzen Sachen gibt. Und dann auch ein Museum hat er wunderschön eingerichtet. Unterstock, da sind die ganzen Trophäen, die LPs, halt die goldenen Schallplatten und das Ganze drumherum, der Grand Prix-Preis und die goldenen Stimmgaben, das ganze Zeug ist da ausgestellt und auch Fanartikel. Natürlich, die Fans machen sich jede Menge Mühe und schenken immer wirklich schöne Sachen geschenkt. Natürlich hat nicht alles Platz, aber das wird immer wieder gewechselt und das kann man dann wirklich richtig bewundern und für jeden empfehlenswert, wenn er mal bei uns in Südtirol ist oder in Kaslot, sich das mal anzuschauen. Wie wichtig ist denn eigentlich die Heimat? Ihr macht natürlich auch Konzerte, wir haben ja das Spatzenfest, das eine, auf der Seiser Alm, glaube ich, gibt es ja auch immer noch ein Open-Air-Konzert, das ihr dann durchführt? Ja, direkt am Fuße vom Schlern machen wir das immer, aber Heimat ist für uns und für mich persönlich auch immer was ganz Besonderes. Heimat ist immer auch ein Zeichen, das zeigt ja auch von unserer Tracht her, dass Ändert sich die eigentlich nie, die Tracht? Nein, Gott sei Dank, da haben wir eigentlich nie Probleme mit den Kostümen. Die Tracht ist immer ein Zeichen der Bodenständigkeit, der Heimatverbundenheit, der Tradition, da legen wir immer großen Wert drauf. Und ich kann mich noch erinnern, damals bei unserer ersten Fernsehsendung, das war damals noch mit Patricius bei der Sendung Nachbar, komm rüber im ARD, dann hat es geheißen, nimmst mal ein paar Garderoben zur Auswahl mit. Wir natürlich haben nur unsere Tracht gehabt. Da hat man nicht so großen Wert drauf gelegt, ja, ja, und dann hat gesagt, wir haben nur das. Und Gott sei Dank haben wir uns da ein bisschen auch fest durchsetzen, weil auch die Plattenfirma hat immer gemeint, wir müssen uns moderner kleiden und so. Und wir haben immer die Tracht, dann gibt es bei solchen Auftritten nie Probleme. Ich habe das oft bei anderen gesehen, die einmal hat das nicht gepasst, einmal das andere nicht.
Und wir haben unsere Tracht und fühlen uns da wohl. Und, ja. Das ist ein Original Südtiroler? Ja, genau. Das ist Südtirol und auch speziell Kastlode ist sehr bekannt dafür, mit traditionellen Trachten. Und das ist bei uns, die Tracht, die wir haben, ist ein bisschen abgeändert leicht. Es wäre so eine Junggesellentracht, aber halt so ein bisschen Stieflauch. Das ist das Typische von uns auch. Jetzt haben wir es gesagt, 40 Jahre, großes Jubiläumsjahr nächstes Jahr. Was ist denn geplant? Ja, eine wunderschöne Tournee mit vor allem ist da sicher die große Herausforderung, auch die Titelauswahl. Und man darf da sicherlich nie Lieder aus früheren Aufnahmen vergessen, weil gerade das sind die Lieder, die die Leute oft dann auch kennen und mitsingen dann gerne. Und dass wir da ein bunt gemischtes Programm machen, wird sicher auch eine interessante Produktion rauskommen, die wir dann auch bald einmal angehen werden und schauen, was wir da machen und hoffen, dass neuen, es... Mit neuen Liedern dann auch? Mit neuen auch natürlich und was ganz Besonderes und vor allem hoffen wir, dass das für alle was ganz Schönes wird, diese Veranstaltung und dass das gut läuft und so ein Jubiläum, natürlich, Jubiläen sind immer ein Zeichen, wo man schon weiß, jetzt sind die Jahre, gehen dahin, aber trotz allem, Jubiläum ist immer was ganz Besonderes und dann schauen wir mal, was die Zeit so mit sich bringt und hoffen wir, dass wir das alles auch ohne Terminänderungen, wie wir ja in den letzten Jahren leider Gottes haben durchmachen müssen, dass wir das durchziehen können und dass wir die Freude daran haben, dass wir alle fit bleiben und dass das gut geht. Tourneedaten, die stehen ja schon fest weitgehend, aber hier in der Region auch was geplant? Ich glaube, Heilbronn ist nicht auf der... Ja, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber es ist im Großen und Ganzen. Wir haben auch mittlerweile auch keine Terminkalender mehr. Es ist ja alles im Internet, wird es angegeben und dann kann man jeder reinschauen auf unserer Homepage und dann kann man das alles durchschauen. Was hören Sie denn eigentlich privat? Sehr unterschiedlich. Ich bin nach wie vor, meine Lieblingsmusik ist so mal deutsche Schlager, volkstümliche Schlager, Volksmusik, jede Art von Musik, wo ich nicht so zurechtkomme. Ich decke nur das Extreme, das ist dann vielleicht, aber du für jeden, das heißt nicht, dass die schlecht ist, für einen passt es so und ich bin nach wie vor schon von früher her, von Kind her auch, immer ein großer Fan von den Flippers gewesen und die haben mich schon immer beeindruckt mit den schönen Liedern, wie sie auch arrangiert waren oder auch von Christian Anders oder auch natürlich angefangen hat mit Oberkrainer Musik, das ist sowieso auch ein bisschen Grundstein von Volksmusik und alles, aber rundherum, es ist immer, es heißt immer, wo man singt und spielt, der lässt sich nieder, denn böse Menschen haben keine Lieder und das ist immer das Gesellige, das Schöne, wenn Musik gemacht wird. Ist man eigentlich verzahnt in der Volksmusikszene? Es gibt ja nicht viele, die über so viele Jahrzehnte hinweg gleichbleibend Erfolg haben. Viele verschwinden, tauchen vielleicht mal wieder auf. Ja, das ist vielleicht für manche oft, wenn sie auch Erfolg haben, mal kurzfristig und mit dem nicht zufrieden sind und immer mehr wollen und dann irgendwie eine falsche, irgendwie dann nicht mehr glaubwürdig rüberkommen, dann vergraulen sie vielleicht auch oft die Fans. Und deswegen ist immer, unser Ziel war immer, schöne Musik zu machen, die Leute zu unterhalten, aber haben nie Ziele gehabt, dass man gesagt haben, das möchte man unbedingt erreichen und so. Wir waren eigentlich immer mit dem zufrieden, was wir hatten und haben das immer genossen. Und natürlich zwischendurch auch bei den Aufnahmen, bei den Tourneen und alles, man probiert das eine oder andere, man versucht das und man muss immer auch ein bisschen aufs Publikum eingehen und schauen, wie die darauf reagieren. Und man soll sich jetzt auch nicht zu viel von denen rum, weil dann kann man ja, weiß man dann irgendwann überhaupt nicht, wo es hingeht, weil die einen meinen so, die einen anderen. Aber halt doch trotzdem ein bisschen schauen, wie die Leute darauf reagieren und wie alles passt. Und wir können da sehr zufrieden sein, der Erfolg gibt uns recht, denn über all die Jahre hinweg, wir waren jetzt nie der ganz großen Spitzending, aber wir sind immer so schön in der Mitte durch und das war dann immer auch sehr angenehm. Wenn man immer noch volle Hallen hat und die ja, Fans kommen, sehr zufrieden sein. Und ich habe auch mal jetzt gelesen, Fanclubs überall, wenn man das bei euch auf der Homepage anschaut, selbst hier bei uns in der Region, ein Fanclub in Neulautern, in Walldürn, in Bad Rappenau, ja, sogar in Heilbronn, ein Fanclub von den Kastluder. Ja, ja, da sind überall so viele Fanclubs. Früher, wenn ich denke, in der Schweiz hat es einen ganz großen gegeben, der hat es mittlerweile auch in kleinere
aufgeteilt, weil es ist doch viel Arbeit und da kann man den Fanclub Leiterinnen oder Leitern kann man nie genug Danke dafür sagen, was die alles für Arbeit, Freizeit investieren. Und wir müssen halt mit Herz dabei sein und wie die Leute da mitmachen und alles. Und das ist, wenn man das Glück hat, so viele zu haben, Fanclubs, das ist dann gut. Ich meine, bei uns in Südtirol war es dann auch früher nicht so mit dem Fanclub, aber trotz allem gibt es dann den Südtiroler Fanclub Tannengrün oder in Deutschland, der erste Fanclub in Deutschland war ein Fanclub Eichach und dann rundherum, das wurden dann immer mehr oder auch in Italien hat es sogar einen gegeben, Fanclub in Brindisi, sogar Süden Italiens. Okay. Das war ganz interessant, ganz so, ja. Weil die haben sich dann die Texte umschreiben lassen, die waren richtig begeistert und die Musik und das hat ihnen gefallen und ja, mittlerweile auch über Satellite, über die Sendungen und alles, auf der ganzen Welt können sie die Musik hören, aber ja, ist immer interessant, wenn man so von verschiedenen... Und man kennt die Leute dann auch mehr? Wenn ja, man natürlich. Ja, die trifft man dann schon und auch Fanclubs sowieso gibt's dann, da trifft man, kennt man dann sowieso auch immer. Wir haben auch mal bei unserem Jubiläumsspatzenfest, ich glaube am 25. oder 30. haben wir auch dann Fanclubs geehrt und haben ihnen eine Auszeichnung gegeben. Und es war dann ziemlich, man hat erst gar nicht geglaubt, dass es so viel auf uns zukommt, aber die haben das dann richtig in Ehren auch und das ist schon wichtig. Man darf nie vergessen, dass einen die Leute, die Fans eben zu denen Erfolg gebracht haben, was wir haben. Ich habe gehört, auch selbst aus dem Heilbronner Rathaus haben Sie schon Besuch bekommen in Kastelruth. Ja, damalige, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, damaliges Vizebürgermeister war schon mit dem gemeinsam in Kastelruth beim Bizessen oder ich war auch selber auch im Rathaus eingeladen mal. Es war ein ganz besonderes Erlebnis und ja, es ist schön, dass einfach verschiedene Menschen, wo man auch nie geglaubt hätte, dass auch die so Leute auf die Musik hören oder dass ihnen das gefällt. Aber das ist einfach, dass ja, viele verbinden es auch mit schönen Urlaubserlebnissen, schöne Gegend sowieso. Und wenn man auch bei uns bei den Unternehmen, bei den Konzerten, wir zeigen immer wieder die schönen Bilder von den Bergen, von den Dolomiten. Und dann hört man schon die Leute, wie sie dann sagen, ja, jetzt wenn man die Bilder sieht, dann wundert es uns nicht, dass sie auch immer wieder von diesen Bergen singt und diese Themen aufgreift. Müssen Sie ja Provision von der Tourismuswerbung in Südtirol bekommen, ja. Oder? Ja, mittlerweile schätzen die es auch sehr. Wir haben ja. Auch, wir sind Ehrenbürger von Kastelruth geworden. Ja. Und dann haben wir auch beim Eingang von Kastelruth sind so schöne Kunstwerkfiguren gemacht, wo wir dargestellt werden. Und am Anfang war es ein bisschen nicht so leicht, da wurde man ein bisschen belächelt. Aber ja. Mittlerweile, die haben schon gesehen, dass das wirklich eine unbezahlbare Werbung ist für die ganze Nation. Und ihr kümmert euch um eure Fans. Ihr habt es gesehen, im Spatzenclub gibt eine Zeitung. Das finde ich immer gut, wenn es eine Zeitung gibt. Genau. Weihnachtsgrußkarten und alles mit dazu. Wie lenken Sie sich denn ab? Ich habe gelesen, Sie haben eine Haflingerzucht privat. Ja, ich bin nach wie vor leidenschaftlicher Bauer, Landwirt. Ich habe zwei Hobbys im Beruf, das ist Musik und Landwirt. Und ich habe schon Milchvieh auch früher gehabt, hauptsächlich, aber dann jetzt mittlerweile noch Jungviehaufzucht. Aber meine große Leidenschaft sind eben die Pferde, Haflingerzucht. Und habe schon einige Pferde in der Gegend auch schon verkauft. Und für mich immer wichtig, es ist immer nicht so leicht, die Tiere abzugeben, aber sonst werden es ja immer mehr. Ich habe jetzt mittlerweile schon ein bisschen reduziert auch. Hilft auch der Sohn zu Hause auf dem Hof oder sonst Familie alles mit und dagegen schon viele eigentlich verkauft. Aber wichtig immer, dass sie in gute Hände kommen, dass die Leute dann Freude dran haben und zufrieden sind. Das ist dann immer was einem selber auch gefreut. Und wenn wir unterwegs sind und irgendwo in der Nähe sind, dann schaut man gerne dorthin und schaut, wie es den Tieren auch geht. Klingeln da die Fans auch mal irgendwie und sagen, wenn ich jetzt schon gerade in Kastelruth bin, dann ja, möchte ich auch die Haflingerzucht hier. Ja, oft, sehr ja. Oft. Und bei mir daheim geht es oft zu wie in einem Wallfahrtsort, speziell beim Spatzenfest oder beim Open Air. Da kommen schon die Leute, wollen schauen, wo man zu Hause ist, ob man wirklich auch noch arbeitet. Okay. Und ja, natürlich, manchmal ist es schon ein bisschen stressig, aber trotz allem, ich meine, die meisten wollen ja nur ein Foto, ein Autogramm und kurz ein paar Worte reden und dann geht es schon wieder. Gerade wie es bei der Arbeit ist, gerade mitten bei der Heuernte und so hat man schon oft manchmal mehr Stress. Vielen Dank, dass Sie sich trotz allen Stress Zeit genommen haben, heute hier 30 Minuten bei uns, bei Ohne Ausrede von Stimme TV zu Gast zu sein. Herzlichen Dank dafür. Und vor allen Dingen ein schönes Konzert heute Abend in der
Heilbronner Harmonie. Danke, dass Sie da waren. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für die Einladung und allen alles Gute wünschen, vor allem Gesundheit, Zufriedenheit, frohes Weihnachtsfest, alles Gute und einen guten Rutsch ins neue Jahr und dass wir uns bald mal wieder, aber vor allem auch nächstes Jahr bei dieser Jubiläumstournee sehen werden. Und alles Gute, danke. Vielen Dank, das wird sich sicherlich die Gelegenheit ergeben. Und die Gelegenheit können Sie auch wieder nutzen, unter der eingeblendeten Adresse uns Vorschläge zu unterbreiten. Es gibt natürlich in diesem Jahr noch eine Abschlusssendung von Ohne Ausrede. Es wird dann unsere 25. Folge sein, in 2 Wochen dann wieder hier aus dem Parkhotel in Heilbronn. Bis dahin Ihnen alles Gute, bleiben Sie gut informiert und eine schöne Vorweihnachtszeit.